jetzt genau hinschaust, sind sie als Weißwurst, Mensch. Aber Wurst hat eh keiner gesehen. Habe ich dir, servus, grüßt euch. Ich bin's, der Birger. Und bevor dann mehrere sich in die Verbrechen an der Menschlichkeit passieren, heißt es heute How to Weißwurst. Dass jeden Tag ein neuer und noch größerer Depp als gestern aufsteht, das meine ich, das ist nichts Neues. Aber in Gerüchten und Sagen wird erzählt, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich zum Beispiel Oppackel die Weißwürst erstens einfressen und zweitens kaufen. Und damit kommen wir direkt zu Phase 1, die theoretischen Weißwurst-Grundlagen. Zu den Weißwürst, übrigens auch als Weiße bekannt, gibt es ein paar Grundlagen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Oppackel die Weißwürst kaufen, selbe gerne fressen, das geht einmal überhaupt nicht. Das nächste, was auch jeder schon mal mindestens einmal gehört haben müsste, ist, die dürfen als Zweifelleuten nicht hören. Das heißt, nach Mittag wird kein Weiße mehr gefressen. Und da zählt er keine Ausrede wie, ich hab meinen Raus ausschlafen müssen. Oder, Alter, ich bin erst 8 und kann du noch nicht lesen. Und außerdem, ähnlich wie bei den Leberkäs-Schänder, gibt's ein paar so Hanseln, die fressen die Weißwurst wirklich mit Ket. Oh. Alter. Alter, mir wirkelt's ernsthaft nach dem 100. Mal Arbeit noch. Ich weiß es auch nicht. Und dann schneiden sie sich her wie Currywürste. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Wenn's auch mir geht, dann kätze ich alle Treppen abgeschubst. Aber das ist ein anderes Thema und nach mir geht's ja Gott sei Dank nicht. Kommen wir lieber zu Phase 2. Die richtige Zubereitung. Nein. No, God! Du schmeißt das nicht ins kochende Wasser. No, God, please, no! No! Alles, was passieren wird, ist, dass es dir zerreißt. No! Und dann schauen sie aus, als hätt's Duckface-Foto von deiner Alten mit einem China-Böller, die ein Kind kriegt. Und den Scheiß direkt in keine Sau nicht und schon gleich gar nicht in der Früh zum Essen hingesteckt kriegen. Du gehst her und packst einen Topf von deiner Mann. Achtung, Verwechslungsgefahr. Topf von deiner Mann, Depp von deiner Mann. Singular, Plural und so ein Scheiß. Wo du circa einen Liter Wasser einkriegst und bringst ihn zum Kochen. Das kriegst du den erst noch hin. Und wehe! Wehe! Du wirfst die Würstel da ein. No! Du ziehst den Topf von der Oberplatte runter und wirfst erst dann die Weißwürst ein und lässt das ziehen. Und zwar 10 grobe Minuten. Die einzige Erlaubnis, die ich dir gebe, ist, dass du ein wenig Petersilie dazu wirfst. Aber sonst schon nix auch. Und schon haben wir wieder mal in Phase 3. Der korrekte Verzehr. 100%ig korrekt wird Weiße zuzelt. Das heißt nicht, du sollst dem Würstel einen fauchen, sondern du beißt mit deinen Tellerlippen aufs Würstelend, zirkst das feine Fleisch raus und fertig. Da. Allerdings nicht jeder die Zuzeltechnik so beherrscht, ohne dass er ausschaut, als würde er vor einem Glory Hole knien und auf einen Zipfel warten, den sie ihm ins Maul schwappt, ist ihm jedem vernünftigen Menschen erlaubt, dass er mit Messer und Gabel frisst. Voraussetzung ist, dass du nicht in das Würstlein werkelst wie ein BMWler in Auspuff aus einem 20 Jahre alten, tief verklickten, zusammengerosteten E46, sondern du schneidest das Würstel da längs nach auf, ziehst gemütlich die Haut runter und der Käse ist gegessen. Moment, brauchst du dann bloß noch eine anständige Beilage. Und gnade dir Gott, du bestellst dir Ketchup, du anreitiger Dreckhame. Du bestellst einen süßen Senf dazu, ein Brezen und eine kalte Halbe, wenn du es nicht eh schon von allein einfach so dazu kriegst. Und so schaut in Bayern ein gesundes Frühstück aus und kein Mac nicht anders. Oh, halt das, bevor ich's vergiss. Der ungeschriebene bayerische Verhaltenskodex kriegt diesmal einen etwas breiter gefächerten Eintrag. Ab sofort erteile ich jedem Bayern die Pflicht, jedem, dem du Weißwürst zerreißt, ein Ketchup aufgeschmiert oder die Abbackelten bloß anschaut. Ein sicher nicht drum Bockfutzen zum Geben, dass er sagt, Alter, mit der Schaufel zählt's nicht. So, hätten wir das auch. Ich richte mir jetzt ein Weißwurstfrühstück her, lasst es euch schmecken, habe die Ehre.